Hallo. 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 Im August 2022 wurde bei meinem damals vierjährigen Sohn Leukämie diagnostiziert. Im Zuge der Therapie war er auf viele Bluttransfusionen angewiesen. Insgesamt bekam er 18 Voll- bzw. Teiltransfusionen. Wir mussten am eigenen Leib erfahren, wie wichtig es ist, dass Blut gespendet wird. Deshalb möchten wir uns bei dir und allen anderen Blutspendern von ganzem Herzen bedanken. Ihr habt dazu beigetragen, dass unser Sohn heute noch bei uns ist. Danke! Ja, ich, als Mama von einem vierjährigen Sohn ist das natürlich eine Geschichte, die mir besonders nahe geht. Ja, zeigt mal wieder, wie wichtig es ist, Blut zu spenden und ja, wie vielen Menschen damit geholfen wird, besonders so Kleinkindern. Ich bin Mama von zwei Kindern, die beide einen schwerwiegenden Gendefekt haben und deshalb ihren Hämoglobinspiegel nicht selbstständig halten können. Alle 3 bis 4 Wochen brauchen die beiden Bluttransfusionen und könnten ohne diese kein normales Leben führen. Sie könnten nicht zur Schule gehen oder ihren Hobbys nachgehen. Deshalb sind wir allen Menschen, die regelmäßig Blut spenden, unendlich dankbar. Nur durch Menschen wie dich können unsere Kinder einen normalen Alltag erleben. Danke. Also es ist schon so, dass sowas einem eher weniger bewusst ist, dass es eben Menschen gibt, die halt regelmäßig, auch schon in so jungen Jahren, quasi für die Bestreitung ihres normalen Lebens, was wir als selbstverständlich wahrnehmen, eben auf Blutspenden angewiesen sind. Ich finde, einem wird dadurch immer noch mehr bewusst, wie viel man Menschen helfen kann, weil es ist eigentlich so ein kleiner Aufwand, kurz hinzugehen und Blut zu spenden. Und wenn man dann sowas liest und dann merkt, dass man wirklich Menschen aktiv helfen kann und Kindern, ich weiß nicht, ermöglicht, ihren Hobbys nachzugehen, eine normale Kindheit zu erleben, ist was so Wertvolles. Im Februar 2022 hatte meine bis dahin kerngesunde Mama eine durch Krebs verursachte Milzruptur, an welcher sie ohne die zahlreich verabreichten Blutkonserven total überraschend gestorben wäre. Meine Mutter ist schließlich knapp 1,5 Jahre später an Krebs verstorben. Aber wir waren für jeden weiteren Tag, den wir mit ihr hatten, dankbar. Diese Dankbarkeit möchte meine Familie gerne an dich und alle Blutspender weitergeben. Danke. Im Dezember 2019 kam mein Sohn auf die Welt. Nach der Geburt zog sich meine Gebärmutter allerdings nicht richtig zusammen, sodass noch Plazentareste in der Gebärmutter zurückgeblieben sind. Am nächsten Tag musste ich deshalb operiert werden. Die Ansage: ein reiner Routineeingriff. 3,5 Stunden und 2 Bluttransfusionen später meinte die Ärztin, dass ich ganz viel Glück hatte. Es kam zu unerwartet starken Blutungen, die nicht zu stoppen waren. Jetzt weiß ich, wie lebensnotwendig Blutspenden sind, und ich bin so froh, dass es Menschen wie dich gibt, die so selbstlos ihr Blut spenden. Danke. Also die Geschichte berührt mich tatsächlich sehr, weil es einer Freundin ebenso gegangen ist und 3 Menschen kann man pro Blutspende retten oder beziehungsweise helfen, und es ist nur 10 Minuten, die man einmal in 5 Monaten aufbringen muss, und man kann jemanden das Leben retten. Ja, also ich denke, solche Geschichten lösen bei irgendwie jedem was aus, und ich glaube, es ist wichtig, sich bewusst zu sein, dass so eine Diagnose oder ein Unfall oder sowas jedem mal passieren kann und so ein ganzes Leben durcheinander werfen kann. Und Blutspenden ist, glaube ich, eine sehr einfache Methode, wie fast jeder oder jede was dazu beitragen kann, Leuten in Not zu helfen. Das ist, also mein Sohn kam auch 2019 zur Welt im Januar. Und ich war da auch bei der Geburt mit dabei, natürlich. Und ja, das ist schon bewegend, wenn ich das jetzt gerade so lese. Und durch so eine Geschichte weiß ich halt, was mit dem Blut dann auch Gutes gemacht wird. Es ist halt sehr, ja, man ist hier, gibt das ab und dann weiß man nicht mehr, wo das landet, aber das ist schon schön, sowas zu lesen.
Also das ist schon krass zu lesen, echt ergreifend. Ja, und ich kann nur sagen, wenn ich nicht schon Blutspender wäre, dann wird mich so eine Information, so eine Nachricht auf jeden Fall dazu bewegen, Blutspender zu werden.